So, wir haben einen guten T-Bone Steak jetzt gerade eben geholfen. In der letzten großen Ballereinlage, die Aiden hier überleben musste. Jetzt ab zum Boot. Bisschen Bötchen fahren. Captain, mein Captain. Ah, hinein da. Alle hüpp. Und los geht's. Nehmen Sie Platz. Kleine Tour. Schön mit Angelruten hinten dran. Sehr schön. Kommen ein paar Fische angeln. Ach, ich muss fahren. Ja, gut dann. Achso, falsche Richtung. Oh, es regnet. Guck doch mal, wie schön das ist. Also auch dank dem Mod. Hey. Sorry about the attack. Don't be. I try not to get attached to things anymore. Because I'm used to losing them. Yeah, I need to learn that. Ich auch. I don't let go very well. Aber. Well, I'm at Mount St. Helens right now, believe me. But that don't mean I'm not grateful. Despite that setback, ow. I'm a free man oh, now. I owe you. Now it's back to Chi-Town. So, you got a place for me to stay, man? Ja, hier. We're squatting in your old CTOS station. Not the bunker. Nein, wir hängen fest. Ich muss die Mission neu starten. Letztes Autosave. Wie geht denn das hier überhaupt? Ich glaube, letztes Autosave, ja, weil. Ich hab das. Ja, perfekte Parkung, oder? Ich meine, ist sehr gut so am Arsch der Welt. Mitten auf den Baumstämmen. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich sollte vielleicht nicht so rasen mit Booten oder Autos oder Motorrädern. Das kommt mir nicht so gesund. Aber Alter, ist das schön hier mit dem Mod. Warum haben sie es... Ich weiß, warum sie es nicht gemacht haben. Aber warum sie es nicht von Anfang an immer machen sollten, könnten, tun. Ach, scheiß drauf. Ubisoft ist einfach kacke. Guckt euch mal an, wie schön die Grafik ist, wenn es alles aktiviert ist. Das Mod. Und das ist die 08er-Version. Und es läuft flüssig auf einer 770er GTX ohne irgendwelchen Übertaktungen, TI-Scheiße, sonst irgendwas. Ah, dieses Boot steuert sich echt. Wie Mount Everest. We're squatting in your old CTOS station. Not the bunker. Well, that'll do it. I can't wait to pick apart these files of yours and see what's caused all this hullabaloo. That data can't leak, T-Bone. I'm trading it for my sister. You got nothing to worry about. You did me a solid. Now it's my turn. Ja, dann bring mich mal nach Hause. So, ich glaube, das geht schneller so. Der Bunker. Ich sitze in meinem Bunker mit der guten Blondie. Online-Hacking. Wenn Sie eine Backdoor installieren, versuchen Sie über einen anderen Ort, bla bla bla. Immer diese Tooltips, die kein Mensch braucht. Hey, geil, mal wieder Cutscenes. Ich kann meine Fresse mal wieder halten. Feel that? That's the weight of trillions of bytes of information at your fingertips. Well, you are gonna have to lay low here for a while. What's this all about? I don't know. She's somehow connected to an old job. Someone doesn't want me to find out why. I'm happy you're well. You want to tell me what happened? Corporate espionage, crooked cops, big explosions, honey. And you are? This is Clara. Clara, this is T-Bone, otherwise known as the legendary Raymond Kenny. Really? We can't all be pretty in this game, honey. No, I mean, wow, I'm a fan. Oh, enchanté. All right. What happened? Well, Damien was there. What? How did he know? I don't know. He's working on a deal of his own. Something with Bloom. You never told me that. Hang on. No, hang on, nothing. You better tell me what you're messed up in, all of it, or I ain't decrypting jack shit. Now, Damien and Bloom. You don't need to worry about that. I'll decide what I need to worry about, Aiden. You listen to me. I want a name in that server. Our deal is, I bring you the information, you decrypt it. Well, then you got a big problem.
Hey, we need your expertise. The server is using your encryption. We need Raymond Kenny. Are you sure you're going to be able to get this data without getting caught? No. Fine, some honesty. Well, you better get going then, man. Claire here can fill me in on a few things. Thanks. Ja, manchmal braucht es nur einen hübschen Arsch, um einen Mann davon zu bewegen oder dazu zu bewegen, was anderes zu tun, als er eigentlich wollte. Ja, ja, wir Männer, hormongesteuerte Tiere. Andererseits, wer ist das nicht? Nur sind wir für das schöne Geschlecht halt doch sehr empfänglich und, Monitors, T-Bone's helping me breach Irak's Fortress, and Jordy. Well, Jordy does what Jordy does. Fußball! Nein. It's time to see what Irak's been protecting. Act 3, 5 von 6. Das heißt, es sind relativ gut weit vorangeschritten mittlerweile. Mal kurz die Map angeguckt. Nein, die Map. Zip. Wo müssen wir denn hin? Okay. Ist noch nicht aktiv, wie es aussieht. Ah ja, deswegen. Telefon. Where the hell have you been? Pawnee. My condolences. I'm going inside Rossi Fremont. I need your help. You don't pay me enough. I'm not entering that death trap. You don't have to. I need you behind a scope. Again? Ah, it's more reasonable. Hey. You won't guess where I am. You're absolutely right. I'm watering your plant. Maurice, put him on. What? What? Who is this? If you don't talk, you don't leave. Oh, no. Come on, please. I got no name. You don't understand. I'm trapped. I can't stop. I can't stop seeing that little girl. She's just looking at me. Shut up. I said shut up. All right, Weepy, back to your corner. Jesus, Pierce, what did you say to him? You'll meet me there. Rossi Fremont. Of course. I'll be in place. Jetzt haben wir wenigstens schon eine Map Destination. Da unten, okay, das ist ein ganz schönes Stück von hier. Gibt aber keine richtige Abkürzung, weil ich den blöden Turm noch nicht freigeschaltet habe. Das heißt, wir fahren nochmal ein bisschen Auto. Das heißt so viel wie, wir versuchen Auto zu fahren. Und wenn wir Auto fahren, das ist ja mal eine ganz besondere Art und Weise. Vielleicht haben wir ab und zu nochmal ein kurzes kleines Telefonat zwischendurch. Aber im Normalfall bin ich dann die Quatschtante, die euch nebenbei begleitet. Oder eventuell, ja, ja, Verbrechen und so. Interessiert mich kein Stück. Es hat auch keine richtigen Auswirkungen momentan. Ah, Nachrichten. Das war schon. Ja, bestimmt ein paar China-Hacker gewesen. Ja, apropos China-Hacker. Kurz mal gestoppt tatsächlich und mal kurz geguckt. Wo haben wir denn die ganzen Shops zum Einkaufen eigentlich? Klar, so klamottentechnisch. Das sind ja Waffen. Oder ist das einfach nur Geschäft? Untersuchung. Ja, hier ist auch ein Geschäft. Coffeeshops, Restaurants, Bars, Erhöhung der Fokus. Oh. Zeitweise aber auch nur, das ist ziemlich doof. Das sind Untersuchungen. Ja, das sind so Extraktionen wie digitale Trips halt, wie gesagt, und City Games. Ich hätte halt gerne irgendwas zum Anziehen. Was ist das hier? Herstellung von Tools. Okay. Ah, hier oben, da ist Klamotte. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich glaube, das mache ich zwischendurch einfach mal, ohne es aufzunehmen. Ich wollte immer kurz mit euch zusammen gucken, ob es mehrere Shops gibt wie in GTA. Da hat man ja zig Millionen von diesen Shops. Hier hat man nur einen, wie es aussieht. Alles gut also. Mal gucken, ob es da neue Optionen für mich gibt. Ah, der Bremsweg ist schon relativ realistisch bei der Geschwindigkeit. Entschuldigung. Versuche ich auch nicht zu überfahren. Alles relativ flüssig. Also ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Texturen sind auf High, muss ich sagen, nicht auf Ultra mit dem Mod. Sonst funktioniert das Mod nämlich auch nicht. Aber sieht dadurch schon deutlich besser aus als im Original, also Originalzustand. Das ist jetzt wieder übertrieben, aber in dem Zustand, den Ubisoft ausgeliefert hat. Hier hat es jetzt gerade ein bisschen geruckelt. Das ist nicht so schön gewesen, ist aber schon wieder weg. Ja, Moment, im Wagen verstecken möchte ich mich jetzt nicht, während ich an seinem Arsch hier dran klebe. Auspuffschnüffel.
Irgendwie war ich hier das schon mal. Ich muss sagen, die Stadt verliert aber an Charme. Nicht jetzt wie in GTA, auch wenn es sehr schön gesetzt ist mit dem Nebel jetzt und allem drum und dran. Also man merkt schon, dass hier Morgendämmerung, Abenddämmerung, nach Regen alles richtig schön gemacht wurde. Aber man braucht es halt nicht so wirklich. Ich finde, GTA hat da schon sehr viel mehr Einfluss drauf. So. Steigen wir aus. Machen unsere süßen kleinen Scanner wieder an. Und schauen, was wir hier mit allen nötigen Mitteln erreichen können. Mit drin in der Pampa. Los geht's. No bedbug this time. I'm going in alone. Seen the layout, I know the room. Rack's in there somewhere and it won't take him long to realize I'm coming. He knows what I'm after now. This time I leave with everything. Also wieder so eine spezielle Mission, wo ich ein bisschen Sniperitis nebenher bekomme. Finde ich ganz gut. Eine Pew-Pew-Aktion wieder mal. Okay, okay. Kann ich mitleben. Frag mich nur gerade, jetzt oder nachher? Ich glaube, jetzt ist ganz gut. Schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. Oder soll ich einfach einen Vordereingang nehmen? Na, so eine Community-Abstimmung wäre auch mal ganz nett. Ah, erstmal telefonieren. I'm a Rossi Fremont. Yeah, I see you. Are you gonna tell me why we're fucking with these guys? Do you care? Not really. There's a computer inside that... It's okay. I really don't care. I was just trying to make some small talk. Das war kurz und bündig und knackig und so. Naja, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir machen das... So. So, und zack, zack. Hallo, Dicker, tschüss, Dicker. Das ist alles in Ordnung. Sneak, sneak, sneak. Schneller kommt man durch den Eingang, glaube ich, nicht durch. Sprengen, sprengen ist immer gut. Oder man erschießt ihn einfach. So. Da reinzukommen sollte jetzt nicht so schwer sein. Es ist natürlich ein bisschen dunkel, dadurch sieht man jetzt die ganzen Leute nicht so sehr. Und ich habe ja auch fast keine Kameras, wie es aussieht. Und ich muss sagen, ich habe keine Kameras. Am besten gehe ich außen rum. Da ist nämlich gerade relativ frei durch den einen, der erschossen wurde. Ich kann immer noch sprengen, das ist eine gute Fallenaktion hier, wenn ich ihn mal brauchen sollte. Ja, ich muss ein bisschen näher ran hier noch. Das Dorf ist natürlich so eine Sache. Depth of Field. Er hat mich nicht gesehen, das ist gut. Ist cool. Na. Noch ist okay, noch hat er mich nicht gesehen. Hab ihn. Sehr gut. So, Durchgang ist frei. Ich bin froh, dass er jetzt noch nicht direkt nach Mimimi gerufen hat. Das ist schon mal ganz gut. Ich würde gerne. Nein, nicht, das ist genau die Sache. Ich würde gerne nicht an die Deckung. Ich würde gerne an die Deckung. Da oben ist nämlich die Sniper. So, das ist ein ziemlich dicker da drüben. Mit dem will ich mich eigentlich nicht anlegen. Es sei denn, er läuft hier drüber. Das ist ganz okay. Ich möchte den Sniper da oben mal wegkriegen. Den kriege ich aber, glaube ich, nicht rein. Hm. Hier sind alle mit dem Rücken zu mir, das ist gut. So. Halt bis auf die Scharfschützen, die natürlich nicht. Jetzt gehen wir hier in die Ecke. Ab in die Ecke quasi. Hinten ist der Dicke. Die Sniper dürfen mich jetzt eigentlich auch nicht mehr sehen können. Randa. Also es wird schon gefährlich, auf jeden Fall. Es wird nicht so einfach werden. Sieht zwar jetzt momentan noch sehr chillig aus, aber das wird nicht so bleiben. Hm. Wenn ich es ja recht weit werfen könnte, wäre das ziemlich praktisch hier. Also so richtig weit. Aber ja, ich kann es mal versuchen, ob ich damit was reißen kann. Ne, sie bewegen sich nicht wirklich dahin, ne?
Da ist noch einer, aber ich sehe ihn nicht wirklich. Das ist halt schon etwas düster. Ich gehe jetzt mal hier einfach rum. Guck, ob ich hier unten durchkomme. Die Sniper sehen mich definitiv nicht. Ja, das ist ja schon cool. Jetzt da dran. Nicht da dran. Da dran. Ja, das ist auch super. Bin doch fast schon da. Yep. Claire, can you get this door open? Das ist super. T-Bone's got an idea. Yeah. They're running my encryption on the security doors. It's kind of hard to finagle remotely, but your Wonder Girl here? She just had a damn good idea. If you can cut power to that door, it's gonna default to the base code for about half a second. And you know the base code? Yep. I wrote the damn algorithm. Let's give it a whirl. Großartig. Ich muss das Ding also irgendwie hacken. Oder warten. Drücken Sie G, wenn... Das da. Muss ich an die Tür jetzt ran oder was? Okay. Und? Hab ich doch gerade. Was wollen die denn von mir? Drücken Sie G, wenn im Rad der Blitz ausgewählt ist. Der Blitz ist doch das. Oder muss ich irgendwas anderes auswählen? Moment. Ah, Blackout. Ich depp. Hier. Jetzt haben wir's. Kreis. Jetzt machen wir aber echt ein kleines Päuschen und versuchen hier einigermaßen safe reinzukommen. Bis dann.